wenn nicht heute, wann dann? Wann, wenn nicht heute? Das habe ich mir erlaubt. Liebe Freunde der Musik, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich riesig, dass wir diesen Saal ja, mit Unterstützung halb gefüllt haben. Das ist nach so einer schwierigen Zeit nicht selbstredend. Das ist ganz toll. Und ich freue mich auch, besonders begrüßen zu können, als Vertreterin der Bürgermeisterin, wenn sie mir das gestattet. Die Leiterin unseres Kulturamtes, das Kulturamt, das für alles, das hier steht. Und wenn Sie mal von Ihnen aus gesehen nach links schauen, auch dafür steht, das ist schon erstaunlich. Und daneben, da ist der Mann, der den Flügel verantwortet, Michael Stack. Wollen Sie sich mal aufstehen? Und Frau Stegemann. Herr Tack ist Vorsitzender des Kulturausschusses. Jetzt habe ich schon so häufig das Wort Kultur benutzt und ich versichere Ihnen, seit ich in Gladbeck bin, habe ich immer mehr und in diesem Zusammenhang eben ganz besonders festgestellt, Gladbeck ist wirklich eine Kulturstadt. Wenn ich mir vorstelle, Ruhrgebiet, nicht mal 80.000 Einwohner, dann diese Stadthalle und dieses Programm, das habe ich verantwortet. Und darauf bin ich ganz stolz. Naja. Und was dazu geschrieben worden ist, das können Sie gerne lesen, es soll auch ein kleines bisschen kurzweilig sein, es wird einiges erklären. Ja, aber ich muss noch einzelne Personen vorstellen. Frau Stegemann, das habe ich getan, Michael Tank, das habe ich getan. Wer immer mich darauf vorbereitet, was mir sagt, was ich denn mal wieder vergessen habe oder was ich denn nicht vergessen sollte, das ist meine ganz besonders geschätzte Kollegin Annette Becker. Wo ist sie? Annette Becker. Annette Becker. Annette Becker hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass ich Sie darauf hinweise, dass das nächste Forumskonzert erstens auch hier stattfindet, zweitens ein ganz tolles Programm ist und drittens aber ausnahmsweise nicht am Dienstag, sondern am Donnerstag. Richtig? Ja, so ist es. Also, das steht da auch so. Ja, und ich will nur vorstellen, und wenn ich jetzt noch jemanden, ich muss noch vorstellen, im Zusammenhang mit dem Kulturamt. Hier, diese Technik, die jetzt erstmalig da ist. Sie haben mitgekriegt, dass in der letzten Saison nur ein Konzert live stattfinden konnte. Und dann haben wir überlegt, was kann man denn da machen? Und dann hat irgendjemand gemeint, jetzt wird einfach aufgenommen. Das geht ja so nicht mehr. Und das ist überlegt worden, wie kann das bezahlt werden, wo kommen denn die Leute her? Und das Ergebnis sitzt dann da mit Sven Becker, der alles aufnehmen wird. Also vorsichtig, nicht in die Kamera schauen, sonst sieht man ihr Gesicht auf YouTube die nächsten Jahre. Kein Problem. Die haben versprochen, nur von hinten zu filmen. Außer hier vorne die Künstler. Dann noch eins. Eine Person sitzt hier vorne. Professor
Wolfgang Manns. Er kommt heute mit seinen Schülern aus Nürnberg. Und jetzt schätzen Sie mal, er ist also schon häufig hier gewesen. 10-mal. Falsch. 20-mal. Schon ganz gut. Professor Manns ist mit seinen Schülerinnen und Schülern hier heute zum 29. Mal. Ich bitte, das zu würdigen. Und ansonsten, ich habe nur vorzustellen und habe zu hoffen, dass alles so wird, wie wir uns das gedacht haben. Und wir denken an manche, die eben auch nicht kommen konnten. Wir denken an die, die bisher dieses Forum Deutscher Musikhochschulen verantwortet haben, mit denen Herr Manns übrigens oftmals zusammengearbeitet hat, und sagen: Viva la Musica! Und dann noch bitte, Herr Manns, die Bühne für Sie. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie können mich hören. Ich muss mich jetzt ein bisschen strecken. Mal schauen. Also, nach den freundlichen Worten von Herrn Manning, dem künstlerischen Leiter, möchte ich Sie auch ganz herzlich begrüßen hier in Gladbeck. Als ich heute hier kam, ich glaube, es war vor 2 Jahren, dass ich das letzte Mal hier war, da kam es mir eigentlich weniger lang vor. Irgendwie scheint die Zeit stehen geblieben zu sein in diesem Corona-Jahr. Es hat uns Künstler ja alle sehr getroffen, natürlich auch die Studierenden an den Hochschulen. Plötzlich war Lockdown und es lief gar nichts mehr. Jetzt geht es langsam wieder los und das erfüllt uns mit Freude. Daher freue ich mich, dass wir hier heute wieder zu Gast sein dürfen. Allerdings eine kleine betrübliche Änderung muss ich doch mitteilen. Ich habe nur 2 Leute mitbringen können. Meine Jungstudentin, die am Anfang spielen sollte, ist leider kurzfristig erkrankt. Ich weiß es erst seit gestern. Und einen Ersatz zu finden war so schnell nicht möglich. Aber ich freue mich, dass Haruka Shioya ganz kurzfristig ihr Programm noch etwas erweitert hat um 2 weitere Etüden. Sie sehen ja, wir haben einen Titel, Virtuose Klaviermusik. Sie haben auch einen Text, den Sie lesen können zum Thema Virtuosität. Es ist nicht schwierig, in der Klaviermusik virtuose Stücke zu finden. Es kommt aber auch darauf an, wie schwer man es sich macht, natürlich beim Einstudieren und beim Lernen. Also Virtuosität, das geht ja nicht nur um Schnelligkeit und Kraft und Lautstärke, sondern es bezeichnet auch einen Grad von Geschicklichkeit. Da geht es auch darum, wie man zum Beispiel in einer Beethoven-Sonate den Grundpuls im letzten Satz hält, wie regelmäßig man spielen kann. Das ist ja auch, kann auch virtuos geschehen, ne? Also ist eine Sache der Geschicklichkeit. Und insofern ist der Begriff sehr differenziert zu sehen. Aber virtuos ist das Programm von heute auf jeden Fall, zumal wir 2 gestandene Pianisten, eine Pianistin und einen Pianisten, hören werden. Haruka Shioya stammt aus Japan. Sie hat bei mir den Masterstudiengang im vergangenen Sommer abgeschlossen und ist jetzt in der Meisterklasse im ersten Semester. Und der junge Mann, der dann nach der Pause spielen wird, Herr Yuan Jung Tsai, es stammt aus Taiwan. Er befindet sich noch im letzten Semester des Bachelor, ist aber auch schon ein wettbewerbs- und konzerterfahrener Pianist. Das Programm haben Sie ja vorliegen und mit wunderbaren, umfassenden Erläuterungen. Dem ist im Grunde nichts mehr hinzuzufügen, sodass ich uns allen nur ein kurzweiliges, schönes, interessantes und virtuoses Klangerlebnis wünschen kann. Ich möchte noch kurz ansagen, Haruka Shioya beginnt mit den 7 Fantasien, Opus 116 von Johannes Brahms. Danach
Das werde ich jetzt mündlich bekannt geben, spielt sie eine Etüde von Frédéric Chopin, die werden Sie vielleicht kennen, die sogenannte Revolutionsetüde, Opus 10 Nummer 12 in C-Moll. Dann spielt sie die Etüde von Ernst von Dohnányi, dann die Etüde von Sergei Rachmaninow und dann noch neu hinzukommt eine Etüde von Alexander Skriabin, ebenfalls sehr populär, in Dis-Moll. Oh, das sind viele Vorzeichen, Dis-Moll. Ich muss mal, 6, 7 Kreuzchen sind es bestimmt. Ja, Opus 8, Nummer 12. Und dann nach einer Pause hören Sie das Programm, wie es gedruckt ist, gespielt von Johann Jung Tsai. Ganz, ganz herzlichen Dank dem Kulturamt Gladbeck, der Stadt natürlich. Und es ist jedes Mal eine Freude, hier zu sein. Und freuen wir uns dann auch auf hoffentlich eine bessere Zukunft wieder mit mehr Präsenz und mehr Konzerten, dass es wieder so richtig losgehen möge. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ein schönes Konzert.
Thank you.